Ein herzliches Hallo, ich bin's Helga. Heute mit einem Thema, das auch mit den Dualseelen-Thematik zu tun hat, aber nicht nur. Es hat generell mit dem spirituellen Entwicklungsweg oder dem Entwicklungsweg allgemein zu tun. Ich würde es mal so beschreiben. Schwierig ist, in Worte zu fassen, was ich wieder fühle. Also es, sagen wir mal so, da ist ein Berg, den es zu ersteigen gilt. Also diese Weiterentwicklungshürde, diese sich ständig mit sich selber auseinandersetzen, mit der Umgebung, dem Spiegel, den die anderen dir vorhalten. Und diesen Berg kannst du dir mal so wie der Mount Everest vielleicht vorstellen. Also ein riesengroßer Berg, du bist ganz am Anfang oder mittendrin, egal wo. Auf jeden Fall hast du den Berg vor Augen. Den gilt es zu erklimmen, zu ersteigen und zu bewältigen. Das klingt jetzt erst einmal ziemlich heftig, weil dieser Mount Everest ist ja nun wirklich groß. Stimmt. Was ich ja bei dem ganzen spirituellen Weg als besonders herausfordernd immer wieder empfunden habe, auch teilweise immer noch empfinde, ist, dass der Bergsteiger, der diesen Berg sozusagen vor Augen hat, bildlich, er sieht ihn sozusagen, er sieht, okay, ich bin jetzt da und da, ich habe jetzt die Hälfte geschafft oder drei Viertel geschafft, okay, jetzt habe ich noch den letzten Rest, den kriege ich auch noch hin. Dieses Bild fehlt uns ja wirklich als spiritueller Suchender oder auf dem Weg sich Befindender. Es sei denn, du siehst diesen Berg, also ich sehe ihn nicht wirklich. Ich fühle, dass ich da irgendwo stecke, mittendrin. Ich weiß aber nicht, dauert es noch 10 Tage, 10 Jahre, 10.000 Jahre, 1.000 Jahre, 100 Jahre, 50 Jahre, keine Ahnung. Ich bin am Tun, am Machen, am mich weiterentwickeln, mich immer wieder fordern und vorantreiben, weil ich weiter will. Ich spüre einfach, dass ich das weitermachen muss und darf und kann und will. Aber gleichzeitig spüre ich, ja, wie lange dauert es denn noch? Wann bin ich denn endlich da? Verdammt, wie lang dauert dieser blöde Weg? Das kennt wahrscheinlich jeder von euch da draußen, der sich auf diesem Weg befindet, ob es die Dualseelenentwicklung ist, diese Seelenbeziehung in einer Beziehung generell mit dem Mann, mit der Frau oder in einer anderen beruflichen Situation. Den Weg sehen wir als Menschen nicht wirklich. Wir spüren, dass wir weiter müssen. Wir spüren auch, dass es also wirklich nur nach vorne gehen kann. Aber gleichzeitig sehen wir diesen Weg nicht wirklich. Wir können nur erahnen, wie weit es noch ist. Nicht mal das stimmt. Also ich habe mich schon so oft getäuscht, dachte, jetzt bin ich aber bald da. Jetzt kann es nie mehr lange dauern und ich bin endlich am Ziel. Wobei ich glaube, es gibt nie das wirkliche Ziel, sondern immer nur eine Zwischenstation. Aber okay. Aber letztendlich geht es doch darum, im Jetzt anzukommen, in deiner eigenen Wahrnehmung zu mehr reinzugehen, in dein eigenes wahres Wesen, wer du wirklich bist und nicht diese ganzen Konzepte zu leben und darin gefangen zu sein, die wir als Kind und als junge Person, junge jugendlicher Mann, Frau in der Pubertät aufschnappen und weiter meinen, wir müssen das so leben, was wir von der Gesellschaft auferlegt bekommen, von den Eltern, wie wir uns zu verhalten haben. All das ist doch ein ganz großer Kack, oder nicht? Sehe ich das falsch? Das ist doch nicht, das bist doch nicht du selbst. Das ist doch irgendetwas, was dir sozusagen gesagt wurde, was du zu sein hast, aber du bist es doch nicht wirklich. Und dann fängt das Dilemma an, sobald du dich auf diesem Weg machst, sozusagen zu erkunden, wer du denn wirklich bist, dann fängt es erstmal an, richtig hart zu werden, weil du kannst nicht erwarten, weiterzukommen, wenn du dich nicht mit dem Schmerz konfrontierst, mit diesem ganzen alten Zeug, diesem ewigen Kampf gegen etwas, was du gar nicht für dich siehst, aber spürst. Wenn du nicht anfängst, das anzunehmen, diese Herausforderung zu sagen, okay, es ist verdammt hart und es ist schwer und ich fühle mich manchmal wie ein einsamer Mensch auf weiter Flur, keiner ist da, keiner kann mich mehr unterstützen. In gewisser Weise ist es auch so, je weiter du gehst, je einsamer wird es auch werden, weil du lässt ganz, ganz viele zurück. Ganz viele, die nicht mehr mit können. Die können einfach nicht mehr mit, die darfst du zurücklassen, die musst du zurücklassen. Weil wenn du dich ja in diesem Sumpf aufhältst, da unten, wo alle sich gerade befinden, dann kommst du ja nicht weiter. Und genau so ist es auch mit dem Dualseelenentwicklungsweg. Du kannst nicht bleiben, da wo du bist. Du solltest immer mehr in diesen Schmerz reintauchen. Es ist dringend, zwingend notwendig. Weil wenn du ihn nicht erkennst
wo der Schmerz ist, was es genau ist, kannst du es niemals loslösen. Er wird immer im Untergrund rumschlummern und in dein Leben vermiesen, auf gut Deutsch. Es wird immer da sein und dein Leben in dieser Farbe einfärben, in diesen Energien, und du wirst genau diesen Mist wieder in dein Leben reinbekommen durch die Resonanz von außen. Und darum ist auch dieser Entwicklungsweg, dieser Dualseelen-Wahrnehmungsentwicklungsweg, ist ja ein Prozess in dir selbst. Und das Thema ist, was ich immer wieder auch in Beratungen feststelle, es geht immer nur um dich, nie um den anderen. In gewisser Weise schon, er ist der Spiegel. Er zeigt dir das Ganze, was da ist. Aber er zeigt dir ja nur deinen Schmerz und mehr zeigt dir gar nicht. Er ist nicht böse, er ist nicht so, wie du vielleicht glaubst, wie er ist. Er sagt dir einfach, schau in deinen Spiegel. Schau rein, fühl den Schmerz, hol ihn hoch und lass ihn endlich auch mal los. Transformier ihn in quasi ins Glück, in die Freiheit. Und ganz wichtig ist auch dabei, im Jetzt anzukommen. Sozusagen immer mehr im jetzigen Moment die Altlasten zwar zu betrachten und zu erkennen, da ist noch was, okay, aber auch gleichzeitig zu sagen, okay, in Ordnung, ich lasse es jetzt mal stehen, fühle den Schmerz und lass ihn wieder aus mir rausfließen. Und Stück für Stück wird es leichter werden. Dieser Weg ist garantiert einer, der immer mehr zu dir selbst führt, was er ja auch tun soll. Gleichzeitig wird die Luft auch dünner, wie im Mount Everest. Du steigst höher, höher, höher. Es wird anstrengender. Je höher du kommst, es wird teilweise nicht einfacher, sondern es wird anstrengender, weil du kommst höher, die Luft wird dünner. Das heißt, du bist einsamer, du hast weniger Menschen, mit denen du überhaupt noch reden kannst über das Thema, weil sie verstehen dich einfach nicht mehr. Sie haben diese Wahrnehmung nicht, sie können dich nicht im geringsten verstehen. Du wirst auf Widerstand stoßen, du wirst auf Unverständnis stoßen und sagen, du, ich verstehe dich nicht mehr, ich habe es aufgehört. Ich kann dir nicht folgen. Und dann heißt es auch, diesen Menschen loszulassen und weiterzugehen, weil du wirst, wenn du dort bleibst, nicht weiterkommen. Also der Weg zu dir selbst ist erstens mal nicht absehbar, wann er zu Ende ist. Wahrscheinlich ist er nie zu Ende. Immer nur Zwischenstationen. Und es ist außerdem auch nicht einfach, weil wir diesen wirklichen Berg, den Gipfel nicht wirklich sehen als Menschen in unserer spirituellen Entwicklung. Wir können nicht sagen, noch 3 Jahre, okay, dann weiß ich, was ich zu tun habe, 3 Jahre durchhalten. Nee, wissen wir nicht. Wissen wir überhaupt nicht. Das heißt, du tust etwas, obwohl du nicht weißt, wann du ankommst, aber du hast diesen inneren Sog, es zu tun, weil du weißt, du kannst nur weitergehen, weil das Leben die Entwicklung von dir fordert. Und du musst Menschen zurücklassen. Viele, wirklich viele. Ich habe in meinem Leben schon so viel verändert. Alle Bekanntschaften, Freundschaften aus Kindheit, längst passé. Freundschaften, die vor 2 Jahren noch aktiv waren, als ich in Berlin war, erledigt. Freundschaften, die ich hatte, als ich noch in Redel wohnte, in Nordrhein-Westfalen, gibt es nicht mehr. Ist erledigt. Die Menschen folgen nicht. Sie bleiben in ihrem Sumpf. Und das heißt, da musst du sie auch lassen. Es tut verdammt weh, das weiß ich, aber es nützt nichts. Es nützt nichts, daran festzuhalten. Das Einzige, was wirklich hilft auf diesem Weg, ist das Vertrauen, dass du weißt, dass du richtig bist, in dein eigenes Wahrnehmen dich immer mehr reinbegeben, immer mehr im Jetzt ankommen und alles, was ist, genauso nehmen. Hinterfrage dich natürlich, wo willst du hin? Und wenn du den Berg erklimmen willst, diesen spirituellen Entwicklungsweg zu dir selbst zurück, in dein eigentliches, wahres Wesen rein, in deine Seele zurück, derjenige, diejenige, die du wirklich bist, dann hast du nur die Chance, weiterzugehen. Alles andere würde dich nicht befriedigen, würde dich nicht erfüllen, würde dich auch nicht glücklich machen. Also, und gerade wenn du jetzt in einem vielleicht Tief steckst und nicht weißt, wie es weitergeht, vertraue darauf, dass du es weißt, dass du eine Führung hast, eine innere und eine äußere Führung, die du nicht sehen musst, aber auf die du zurückgreifen kannst und du dich sagen kannst, ich verlasse mich auf meine Wahrnehmung, auf das Gefühl und nicht auf den Verstand, der mir ja überhaupt nicht helfen kann, der ja völlig kontraproduktiv auf diesem Weg ist. Wenn du das tust
und du vielleicht gerade in deinem Entwicklungsweg stehst, was deine Dualseele angeht und nicht weiter weißt, komm im Jetzt an. Bleib darin, solange du kannst und erkenne, dass du also den Weg weitergehen wirst und du wirst ihn weitergehen, wenn du da bist. Wenn nicht, du kannst einfach nicht aufhören. Diese Entwicklungsphase seiner Dualseele zu begegnen, wird dann passieren, wenn du bereit bist, nicht vorher. Und wenn du bereit bist, dann bist du geführt. Und wenn du geführt bist, wirst du wissen, was zu tun ist. Ich verneige mich vor dir, vor dieser Seele, vor diesem großen, großen Weg, den du vor dir hast. Und ich sage, du wirst es schaffen. Mach weiter. Und lass dich nicht von anderen vom Konzept abbringen, vom Weg abbringen. Bleib bei dir und umgib dich mit Menschen, die dich verstehen können, die dir folgen können und verlasse diejenigen, die es nicht mehr können. Alles Liebe auf dem Weg zu dir selbst. Bis bald. Ciao.